Shalom zusammen. Vor einigen Jahren fand eine Debatte zwischen zwei Christen statt, bei der es um die Frage ging, ob Christen den Sabbat halten sollen oder nicht. Der Sabbatchrist war Pastor Jim Staley und der Sonntagschrist war der Pastor der lutherischen Kirche, Chris Rosebrock. Diese Sabbatfrage war, ist und bleibt ein Streitthema unter vielen Christen. Schauen wir uns einmal ein, zwei Minuten dieser Debatte an, um unter anderem deutlich zu machen, dass die Sabbatfrage auch sehr viel mit der eigenen Identität zu tun hat. Then what do you say that Chris is the definition of sin? Definition of sin is to transgress God's law. Okay. So would you agree then if someone breaks the Sabbath that they're transgressing the law? If you are an Israelite under Torah, absolutely. Okay. So you're saying that the Sabbath is only given to Israel? Absolutely. Okay, so I thought we just established that that Jesus said in Mark chapter 2 that the Sabbath was made for man. And also Paul says that the entire world is guilty before God. You can't be guilty of breaking something that are you is gonna not make more statements? For them. You can let me are you going to ask me a question? Here's my next question. I'd like to answer your question, actually. Is it against the law for Gentiles to keep the Sabbath? Is it against the law for Gentiles to keep the Sabbath? That's kind of a category error. Well, you said that the law was only given to Israel. So is it against the law for the Gentiles to keep the Sabbath? No, if a Gentile wants to become an Israelite and live under the ordinance of Israel, they're free to do that. So is the covenant, you're saying that the covenant of God was given to Israel? That's correct. Okay, who was the new covenant given to? The whole world. But we're grafted into Israel. Okay, so then you are Israel. Yes, I'm grafted into Israel. I am a wild olive branch grafted into spiritual Israel. So if you are grafted into Israel, that means you're part of the Israel covenant of which you just said that the Sabbath was given to. Say that again. Nun, wie Chris Rosebrook schon sagte, ist Sünde laut Bibel die Übertretung des Gesetzes Gottes, so wie es in Deutschland zum Beispiel Sünde wäre, das deutsche Grundgesetz zu übertreten. Und in der Tat wurde der Sabbat nicht nur den Juden gegeben, weil der Sabbat laut den Aussagen von Jesus um des Menschen willen geschaffen wurde und nicht um des Juden willen. Auch im Alten Testament heißt es in Jesaja 56, Vers 2, wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat hält, um ihn nicht zu entweihen. Deswegen sagte Jesus in Matthäus 12, Vers 8, dass der Sohn des Menschen, nämlich Jesus Christus, der Herr über den Sabbat ist. Chris hat sich selbst als wilden Ölzweig beschrieben, der in Israel eingepropft wurde, was die Bibel ebenfalls lehrt. Schauen wir uns mal Römer Kapitel 2 an. Lesen wir zunächst die Verse 17 und 18, wo geschrieben steht, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepropft bist und Mitanteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. In diesem Gleichnis ist also von einem Ölbaum die Rede, der Israel darstellen könnte, da Israel in Jeremia 11, Vers 16 ebenfalls als ein grüner Ölbaum mit schöner, wohlgestalteter Frucht bezeichnet wird. Die Zweige stehen für die Stämme Israels, der wilde Ölzweig steht symbolisch für die Heiden, die in den Ölbaum, also in Israel, eingepropft werden, während die Wurzel, die Israel trägt, für Jesus steht, der laut Offenbarung 5, Vers 5 die Wurzel Davids ist, der in der Tat alle Dinge trägt und zwar durch das Wort seiner Kraft, da Jesus laut Offenbarung 19, Vers 13 das Wort Gottes ist. Auch der Baum des Lebens trägt laut Offenbarung 19, Vers 13 12-mal seine Früchte, so wie der Ölbaum Israel 12 Stämme hat. In Römer 11 heißt es ab Vers 19 weiter, nun sagst du aber, die Zweige, nämlich die Stämme Israels, insbesondere die Stämme des Hauses Israels, sind ausgebrochen worden, damit ich als Heide eingepropft werde. Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden, du aber stehst durch den Glauben. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, nämlich die natürlichen physischen Stämme Israels, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich, nämlich als Heide in Israel, nicht verschont. Es gibt also keinen Unterschied zwischen Israel und den Christen aus den Heidenvölkern, denn durch Jesus Christus sind wir geistige Bürger des Volkes Gottes auf Erden, das im Alten und im Neuen Testament Israel heißt. Das wird besonders in Epheser Kapitel 2 deutlich, wo ab Vers 11 geschrieben steht,
Darum gedenkt daran, nämlich die Heiden, dass ihr, die einst Heiden im Fleisch wart, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt, aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart von der Bürgerschaft Israels, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Als ungläubige Heiden gehörten wir also nicht zum Volk Israel, sondern zu unseren eigenen Völkern, sei es Deutschland oder den USA. Doch als gläubige Christen gehören wir zum Volk Israel und sind geistige Bürger des Volkes Gottes auf Erden, so wie es Abraham, Moses, David oder Paulus waren. In Apostelgeschichte 13, Vers 42, in Kapitel 18, Vers 4 und in Römer 10, Vers 12 heißt es: Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen die Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen, und zwar am Sabbat. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Und weil es in Christus keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen gibt, sollen nicht nur die Juden den Sabbat halten, sondern auch die Heiden, was in dem Fall auch die Griechen getan haben. Die Juden sollen laut Bibel nicht den Sonntag heiligen, sondern die Christen sollen den Sabbat heiligen, was Jesus und seine Apostel auch getan haben. Laut Tora sollen auch die Fremdlinge, also die Heiden, die dem Gott Israels folgen wollen, die Gebote des Gesetzes Gottes halten. So heißt es im 4. Buch Mose, Kapitel 15, Abvers 15 und in Jesaja 56, Abvers 6: In der ganzen Gemeinde soll ein und dieselbe Satzung gelten. Denn so wie ihr, so soll auch der Fremdling sein vor dem Herrn. Ein Gesetz und ein Recht gilt für euch und für den Fremdling, der sich bei euch aufhält. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihn zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Auch die Fremdlinge, also die Heiden, die in Israel eingepfropft werden, haben dieselben Gebote zu befolgen wie die physischen Israeliten, weswegen die Heiden den Sabbat nicht entheiligen sollen, was das heidnische Christentum leider getan hat, indem man den Sonntag heiligt und nicht den Sabbat. Viele Christen glauben bedauerlicherweise, wenn sie in der Bibel über Israel lesen, dass damit immer die Juden gemeint wären, obwohl die 10 Stämme des Hauses Israels keine Juden sind, sondern wir als Christen ins Haus Israel eingepfropft wurden, weswegen wir laut Galater 3, Vers 29 der geistige Same Abrahams und nach der Verheißung Erben sind. Doch was werden wir erben und was müssen wir in der Endzeit dafür tun? In Offenbarung 14, Vers 12 und in Kapitel 21, Vers 7 heißt es: Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Als Christen müssen wir in der Endzeit ausharren, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren und überwinden, nämlich diese Welt, so wie auch Jesus vor 2000 Jahren die Welt überwunden hat und den Satan besiegte. Wenn das Volk Israel im Alten Testament den Sabbat gehalten hat, im Neuen Testament den Sabbat gehalten hat, die ersten Christen bis ins 4. Jahrhundert ebenfalls den Sabbat gehalten haben, was wird dann geschehen, wenn Jesus zurückkommt und sein Königreich auf Erden aufbauen wird? In Jesaja 66, Vers 23 heißt es: Und es wird geschehen, nämlich im Königreich des Messias, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Auch im messianischen Königreich wird man also den Sabbat heiligen, und zwar nicht nur die Juden oder die Israeliten, sondern alles Fleisch, also alle Menschen und auch die Tiere, da der Sabbat laut Bibel auch für die Tiere wichtig ist, damit auch sie zur Ruhe kommen können. Schauen wir uns mal kurz das 4. Gebot Gottes etwas genauer an. Im 2. Buch Mose, Kapitel 20, heißt es ab Vers 10: Am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Nicht nur die Tiere sollten also am Sabbat ruhen, sondern auch der Heide, der sich Israel angeschlossen hat, was wir als Christen ja wie gesagt getan haben, weswegen wir nicht nur 9 der 10 Gebote Gottes halten sollen, sondern alle einschließlich des Sabbatgebots.
Denn etwas, was der Herr laut Vers 11 gesegnet und geheiligt hat, sollten wir nicht entheiligen, weil der Segen des Sabbats dadurch verloren geht. Wir schauen uns jetzt einmal einen Vers an, der immer wieder von Christen gebraucht wird, um deutlich machen zu wollen, dass der Sabbat abgeschafft wäre, nämlich Kolosser 2, Vers 16. Schauen wir uns zunächst mal die Schlachter 2000 Übersetzung dieses Verses an. So heißt es: So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Nun, wie ich bereits öfters in meinen Videos gesagt habe, sollte man sich hier die Frage stellen, ob es bei diesem Vers wirklich darum geht, dass man sich von niemand dafür richten lassen soll, wenn man den Sabbat und die Feiertage Gottes nicht hält, was ja viele Christen behaupten. Denn genau das Gegenteil ist der Fall, was nicht nur im Kontext von Kolosser 2 deutlich wird, sondern auch in anderen Bibelübersetzungen, wie zum Beispiel in der Bibel in gerechter Sprache aus dem Jahr 2006. Da wird Kolosser 2, Vers 16 folgendermaßen übersetzt: Niemand also darf euch beim Essen oder Trinken oder während der Festzeiten am Neumond oder am Sabbat kritisieren. Eure Feste sind Schatten des Kommenden, nämlich der Leib des Christus. Hier sehen wir also schon den wahren Kontext, nämlich dass wir uns von niemandem dafür kritisieren lassen sollen, wenn wir den Sabbat oder die Festtage Gottes feiern, weil wir Christen zu Israel gehören. Also liebe Geschwister, selbst wenn euch das gesamte Christentum und die Menschen dieser Welt dafür kritisieren, dass ihr den Sabbat heiligt und die Festtage Gottes feiert, so seid euch gewiss, Gott kritisiert nicht euch, dass ihr seine Gebote und Feste haltet, sondern jene, die den Sabbat Woche für Woche entheiligen und verändert haben, genauso wie man die Feste Gottes Jahr für Jahr entheiligt und durch heidnische Traditionen ersetzt hat. Entscheidet also selbst, ob es vor Gott gerecht ist, euch, den Menschen und den Menschengeboten mehr zu gehorchen als Gott, denn man muss Gott und seinen Geboten mehr gehorchen als den Menschen. Denn wir bringen die Wahrheit ans Tageslicht, die Gebote Gottes und den Glauben an den Sohn des lebendigen Gottes, dem König der Könige und Herr der Herren, Yeshua HaMashiach, Jesus Christus. Amen. Is the covenant? You're saying that the covenant of God was given to Israel. That's correct. Okay, who was the new covenant given to? The whole world. But we're grafted into Israel. Okay, so then you are Israel. Yes, I'm grafted into Israel. I am a wild olive branch grafted into spiritual Israel. So if you are grafted into Israel, that means you're part of the Israel covenant of which you just said that the Sabbath was given to. Say that again. Meine lieben Freunde, es gibt nur einen Gott, erhebt euch bitte. Sein Name ist Yahweh. Es gibt einen Bund, der am Ende der Zeit erneuert wird, ohne Zweifel. Es gibt ein Gesetz, einen Messias, Yeshua. Und es gibt nur ein Volk. Und der Name dieses Volkes ist Israel. Israel ist das Volk Gottes. Ihr seid das Volk Gottes. Doch das ewige Leben und das ewige Königreich wird denen gegeben, die dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nachfolgen und demjenigen, der zuvor durch ihn verheißen wurde, der Heil und Erlösung zu den Heiden bringt, und das ist Yeshua. Und durch die Errettung der Heiden wird es möglich, dass der ganze Rest der Welt auch errettet wird. So steht's geschrieben: Zu den Juden zuerst kam Yeshua, dann wurde er erst zu dem nördlichen Königreich Israel gesandt. Macht das nicht Sinn? Er musste die Clans zuerst wiederherstellen, um danach den Rest der Welt erretten zu können. Und ich möchte behaupten, meine Lieben, dass der Tag endlich gekommen ist, an dem wir unsere Identität kennenlernen, an dem wir sie kennen. Und das wird unsere Bestimmung verändern, es wird unseren Auftrag verändern. Ich weiß, das passt vielen nicht in ihre Theologie. Doch Gott, das ist, was Gott tut. Er stellt die menschengemachte Theologie auf den Kopf und bringt uns zurück. Zurück in den Garten, zurück zur Wahrheit. Denn die Wahrheit kann nur eins mit uns machen: uns frei machen. Ich ermutige euch, schaut euch das Ganze nochmal an. Schaut es euch an, prüft es und seht, ob es nicht die Wahrheit ist und ob das nicht der Grund ist, warum euer Herz so für Israel brennt. Der Grund ist, weil du zu Israel gehörst.
Es ist nicht einfach nur, weil du die Juden liebst. Du liebst sie aus einem Grund. Ihr seid die einzigen Menschen auf der Welt, die die Juden lieben. Und dafür gibt es einen Grund. Es ist, weil ihr Brüder seid. Und solange wir nicht verstehen, wer wir sind, werden wir nicht in der Lage sein, ihnen so beizustehen, wie Gott es wollte, dass wir es tun. Wir beten. Gott, unser Vater, ich komme vor dich im Namen deines Sohnes Jesus, Jeschua, der sein Blut vergossen hat, damit wir wieder in deinen Bund kommen und unser Erbe einnehmen können. Ich bete, dass du die Blindheit hinwegnimmst von Benjamin, damit Benjamin und Josef sich wieder in den Arm nehmen und der Rest der Familie geheilt werden kann. Vater, ich bitte dich darum, dass diese Botschaft um die Welt geht. Fordere alle heraus, Herr, und rufe sie, dass sie wiederkommen in den Bund der Verheißung durch deinen Sohn. Vater, vergib uns unsere Blindheit, dass wir taub waren, dass wir nicht hören wollten, dass uns dein Gesetz fremd vorkam. Du sandest deinen Sohn, um sie herauszufischen, und in den letzten Tagen wirst du die Jäger senden. Lass jetzt die Zeit sein, dass wir umkehren, dass wir Buße tun und anfangen, biblische Dinge auf biblische Weise zu tun und den Unverstand unserer Vergangenheit ablegen, die Traditionen und Lehren der Menschen. Möge heute bekannt werden, dass deine Lippen am Schofar angesetzt sind. Und dein Klang und dein Schall geht über die ganze Erde und ruft nach den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Vater, ich bitte dich, dass dieses Wort nicht leer zurückkommt, sondern ich bete, dass du es nutzt, dein Volk zu rufen, von wo auch immer, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache. Und das ganze Volk Gottes sagte: Amen.